sag mir einfach, wenn es losgehen soll. Ich nehme schon gerade die ganze Zeit auf. Yeah. Ach so, okay. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei GTA Online. Ich freue mich auf eine neue Folge und ich bin natürlich nicht allein. Hallo, wer ist denn noch da? Tja, der Heinzelmannchen ist da. Nein, das ist natürlich der Mutter wieder in Haus. Ja, sehr schön. Ich bin nicht allein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre auch langweilig. Das ist ja kein Let's Play, sondern ein Let's Play Together. Na gut, wenn man ja es eng nimmt, ist der Let's Player irgendwie auch schon ein Zusammen vom Namen. Ja, genau. Her. Nein, ich möchte nicht abschließen. Ich möchte wieder ein Auto begutachten. Sag mal, und du bedrohst mich gerade nicht wirklich, oder? nein, ich möchte dich nur anschauen, das geht so besser. Ach so. Denn ja, ich habe ein bisschen was verändert. Ich war noch mal ganz kurz im Online-Modus drin und habe mir ein bisschen Klamotten gekauft und ein paar, ja, ein bisschen längere Haare verschafft. Und genau aus dem Grund brauchen wir jetzt auch Kohle. Ich glaube, du auch, ne? Du brauchst auch ein bisschen Geld. Ich brauche immer Geld, das weißt du doch. Du brauchst immer Geld. Ich bin immer blank. Ja, was hältst du davon? Sollen wir mal hier einen Laden überfallen? Ich markiere uns einfach mal einen auf der Karte. Ich kann da vorher mal einsteigen, dann kannst du schon mal ein bisschen rumfahren. Hey Mark, ich habe gerade, glaube ich, schon eine Markierung auf der Karte erstellt. Ah, das ist ja perfekt. Super vorbereitet. Ja, alles vorbereitet. Nehmen wir wieder meinen Wagen, ja? Ja, übrigens interessantes Detail am Rande, wenn ich im Wagen sitze, habe ich keine Mütze mehr auf. Okay. Der weiß, wofür die Hutablage da ist. Da ist ein Arm bei mir auf der Karte. Ja, absolut, absolut. Das war aber gerade echt haarscharf hier. Boah, wie fahren die denn hier? Oh mein Gott, es gibt sogar Armdrücken wieder. Das gab's doch erst in Red Dead Redemption vorher mal. Ja, genau, da gab's das auch. Berühmte Armdrücken. Irgendeiner spricht gerade wieder bei mir, aber gerade ist er sehr stumm. Wir sind alle Level 63. Mensch, ich kann sich ja bald einen Panzer leisten. Hey, ja, ja. Ja, dann schalte den mal stumm. Ich bin schon beim Laden angekommen und ich versuche den Wagen so zu parken, dass wir gleich direkt wieder los können. Ja, ist das hier der New Salon oder was ist das? Nee, das ist doch noch ein Stück weiter. Ich glaube, die Tankstelle da hinten. Ach, stimmt, du hast recht. Ich bin zu früh, ne? Hier, nee, ist direkt. Hä? Hier, ach, das ist der Laden von der Tankstelle, ja? Genau. Ah. Die überfallen natürlich die Tankstelle. Ich bin zu früh abgebogen. Ich sag schon mal. Hier so direkt. Oh. Hast du gerade mein Auto kaputt gemacht? Nein, du hast mich kaputt gemacht, die arme Tankstelle. Ich besorg mal gerade einen Fluchtwagen, der ein bisschen schneller ist. Ja genau, dann besorg dir mal einen eigenen Fluchtwagen. Ich steige natürlich nachher wieder hier in mein persönliches Vehikel. Achso, ich dachte, das wäre nicht so schade, dass die Polizei Schrott fährt. Ach nee, Moment, es waren vier Türer. Das heißt, ich habe es jetzt zu einem Dreitürer gemacht. Ja, du hast dein Auto selbst zu einem Dreitürer gemacht. Ich mache natürlich mal gerade das Auto als Cabrio. Damit wir Stil echt gleich Türer haben. Ich finde dieses Feature richtig toll, auch wenn es nur so eine Nebensächlichkeit ist. Ja, das sind halt so die kleinen Details, ne? Die machen ja dann richtig Spaß. Richtig, da laufen wir mal rein. So, Freunde, jetzt ist hier aber... Randale, gib dein Geld her, du Sack! Ja, leider funktioniert der Trick bei mir mit dem Mikrofon nicht, weil das Mikrofon natürlich am PC angeschlossen ist und nicht an der PlayStation. Sonst könnte man ihn ja bedrohen, dann richtig ins Mikrofon reinbrüllen und dann ist es los hier. Dann ist sie halb genau, acht. Genau, ich glaube, ich habe die Kohle gerade schon eingesammelt. Ja, ich weiß. So, wie sieht's aus? Fährst du vor? Ich fahre hinterher? Ich fahre einfach irgendwo hin. Mal wieder richtig stylisch fahre ich einfach mal überall gegen wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Ich glaube, ich versuche dir einfach mal zu folgen. Ja, im Moment sind sowieso keine Cops in der Nähe, das ist eine gute Idee. Gehabt hier. Irgendwas besonders lustig, man kann eigentlich den Kopf immer relativ einfach ausweichen, indem man einfach in die Pampa reinfährt, weil da kommen die nicht auf die Idee, mal zu suchen. Warum schlage ich mich hier so komisch? So wie ich gerade einfach so in die Pampa links von der abseits der Straße reingefahren bin. Ja, genau. Und komischerweise kommen auch gar keine Cops. Hier nicht mal welche auf der Karte. Ich auch nicht. Oh, sorry. Oder vor mir kommt. Vor mir ist gerade einer aufgetaucht. Sollen wir dann irgendwie mal hier rechts abbiegen? Ja, ne? Ja, aber ich habe schon kein Dings mehr drauf. Ja, geil. Ich habe die Cops schon abgehängt. Ja, ich auch. Sollen wir uns mal den nächsten Laden suchen? Ja, würde ich sagen, suchen wir uns den nächsten Laden raus und dann ein bisschen Kohle machen hier, ne? Wo ist denn der nächste Laden? Ich lass dich gerade mal einen aussuchen. Or no weapon. Ich hab so einen ziemlich... Ach, hinter uns ist direkt einer. Bist du die Straße runter? So, I got half my health. Ich mach mal gerade den typisch dumm. Well, I'm 50, yeah. Ja, ich bräuchte nämlich eigentlich mal eine Maske. Wenn wir hier so Läden überfallen, würde ich mir gerne eine Maske holen, damit uns niemand erkennt. Irgendwann will man ja vielleicht mal wieder da einkaufen. You wanna fight me one on one? Ach, meinst du? Und
So, ich habe jetzt alle stumm geschaltet, jetzt kann es losgehen. Ja, prima, dann fahren wir los, ich folge dir. Melke-Melk. Oh, lecker, frische Milch. Nur abends. Oh, Fella. Wow, das war wieder genau die Panik. Und ich habe noch gedacht, du kennst dich hier aus. Ich kenne mich aus? Ja, glaub schon. Ich hab zumindest raus, dass man die... Oh, ich drehe mich hier um mich selber. Was? Und ich bin schon da. Muss ich dich abholen kommen? Ah, nee, da kommt er her. Nee, ich komme. Ich hab nur mich am Laternenmast, am Telegrafenmast verfahren. Oh. Ah, schön, danke. Dass du mir geholfen, was einzupacken. Das ist immer wunderbar. So, mal die Kohle raus. Ich zerstöre hier draußen noch ein bisschen das Interieur. So. Sag mal, ja, hast du dich so geparkt, dass man nicht in den Laden reinkommt? Achso, irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Hallo? Huch, Entschuldigung. Das war nicht meine Intention. Ich habe das Gefühl, wir könnten den gar nicht ausrauben. Wir kommen irgendwie nicht. Ich wollte den Typen hier hinterm Tresen bedrohen und der reagiert gerade mal überhaupt nicht. Warte, ich komme wieder rein. Ja, das hat man ja auch schon bei anderen gesehen, dass das so ein tolles Feature ist, dass man dich selber irgendwie umhaut. Also so ein Friendly Fire, dass man das ausschalten könnte, wäre vielleicht noch toll für die eigene Gruppe oder die eigenen Freunde. Ach, da bist du wieder, wunderbar. Konnten wir den jetzt ausrauben? Nee, ne? Ja, dann müssten wir leider die andere Methode wählen. Nee, konnten wir den gerade nicht ausrauben. Wie habe ich den hier eingeparkt? Weil ich fand den mal gar nicht. Das hab ich mich ja auch schon gefragt. Ach ja, stimmt, du hast mich hier eingeparkt. So war das. Ich habe auch wieder das schönste Auto. Dann machen wir es halt jetzt anders. Ja, du hast dann einen Schlag bei mir gut, ne? Du darfst mich dann demnächst auch mal niederschlagen. Ach, guck mal, jetzt können wir ihn auf einmal überfallen. Sollte vielleicht nicht mit der Pumpgun auf ihn schießen. Aber durch irgendeinen Modus habe ich jetzt wieder den Auto-Anvisierungsmodus drin. Und, da bin ich ja immer so schöner Fan von. Habe ich das Geld jetzt eingesammelt? Mach schneller, Kassierer. Nee, der ist noch dabei. Jetzt haben wir das Geld. Ach nee, es liegt ja am Boden. Ach, jetzt ist es da. Jetzt ist es wieder weg. Hallo? Ja, ich habe es gerade eingesammelt. Ach, du hast es wieder eingesammelt. Ich habe es für uns eingesammelt, genau. Das ist schön. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach zu den Masken, wenn wir den Cops da mal, den da abgehängt haben. Genau, ich würde sagen, wir werden die Cops los, versuchen es zumindest und holen uns dann mal ein paar lustige Masken. Genau, ich folge dir einfach mal und du bist gerade irgendwie weg. Ich habe die coolste Maske, die bockt aber irgendwie Level 60 oder sowas. Das ist die rauchende Affenmaske. Die finde ich ja besonders toll. Und danke, dass du den Kopf von mir abhältst. Ich fahre jetzt eigentlich schön mit dir hinterher und ich fahre einfach mal hinterher. War natürlich geplant. Ich verfolge die Cops, das ist auch mal was Neues. Hallo. Ja, ich habe gedacht, wir machen das mal ganz professionell. Einer lenkt die Cops ab und der andere verschwindet schon mal. Ja, aber der andere, der fährt wenigstens... Jetzt glaub, muss ich die nur irgendwie loswerden. Ich bin irgendwo weiter hinter dir und folge den Cops, die dir folgen. sehr gut. Ich werde gleich irgendwo mal rechts oder links hier in so eine Seitenstraße reinfahren, dann mal gucken, ob ich die da abhängen kann. Also ich habe sie jetzt schon abgehängt. Wow. Du bist sie schon losgeworden? Ja, ich bin dir einfach gut gefolgt. Sie haben eine Nachricht abgehändert. Thema guten Abend. Hallo Mac, Homer, Mac, Mo oder wie auch immer. Schöne Grüße. Deine Nachricht werde ich aber jetzt nicht vorlesen. Falls du das hier siehst. Ja. Ich bin übrigens gerade auf so einen Hinterhof gefahren und ich hoffe einfach, ja, ich bin sie los. Sehr geil. Ja, ich folge dir, auch wenn ich... Hä, bist du da reingekommen? Ich bin jetzt... Muss aufpassen, dass ich in den Kanal hier reinfahre. Ach, hier vorne wahrscheinlich. Ah, Moment. Ich komme aber gerade auch wieder raus. Ja, ich muss sie mal gerade anhalten, denn ich muss mir mal gerade was anschauen. Ich sehe dich. Ich komme einfach mal gerade zu dir. Ja, ich muss mir den Sonnenuntergang mal gerade anschauen. Und von so unten, da ist das ja nicht so schön, deswegen teile ich einfach mal hier rauf. Ja, mach das. Und bin mal hier in der Werbung. Ich mach mal jetzt ganz dezent Werbung von Delicious Infectious. Einer Cola. Was haben wir auf der anderen Seite? Jede Menge Goldbarren. Oh, wir sind reich. Hätte ich gerne. Ja, geil. Ich bin mal sehr gespannt, wann die Haste-Missionen kommen, also die Raubüberfall-Missionen. Die waren im Solo-Modus waren die ja super. Denn hier lief ja vor kurzem erst der erste Raubüberfall auf den Juwelierladen. Und, ich bin echt gespannt, was die hier dann daraus machen. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Also ich hoffe, dass Rockstar uns hier nicht mehr zu lang warten lässt. Denn ich glaube, das macht hier zu zweit oder zu dritt oder mit mehreren Leuten auf jeden Fall richtig Spaß. Ja, das macht absolut wahrscheinlich dann mit am meisten Spaß. Ich habe schon mal den Maskenladen für uns markiert. Ja.
Einfach mal ich habe gerade mal mein Geld auf die Bank überwiesen. Ja, ich habe ja kein Geld, ich kann das nicht. Oder habe ich Geld bekommen? Nee, du hast kein Geld bekommen. Ja, das hast du alles alleine eingesagt. Ist nicht schlimm, ich habe noch 2000 wir auf haben der jetzt, Bank. Wir haben jetzt hier gemeinsam einen Laden überfallen und ich alleine habe das Geld eingesackt. Ja, guck mal, was du wie Dreck sagst. Nee, Quatsch. Erstmal schlage ich dich nieder, dann sack ich die ganze Kohle ein, die wir gemeinsam erbeutet haben. Ja, siehst du mal, was das in der Nicht-Kameradschaft. Du sag mal, hier vorne war doch noch ein Laden. Sollen wir nicht einfach dann noch einen Laden überfallen, wo du das Geld mal einsammelst? Hier ist noch ein Laden? Ah, oder ja, was ich markiere hier gerade. Ist das eine Immobilie? Das ist eine Immobilie, aber ist tatsächlich einer in der Nähe. Den habe ich auch schon markiert. Und vor uns ist ein Spieler. Ich hoffe, der ist heute nett zu uns. Auch da haben wir heute schon viele schöne Elemente gehabt. Mit ja, Leuten, auf jeden die Fall. Uns in den Vorbereitungen so einfach so niedermähen. So 8-mal hintereinander, wo wir gerade auch dabei sind, den Zaun zu kalibrieren. Auch schön. Ganz genau. Wir fahren jetzt hier gemeinsam in den Sonnenuntergang. Ah, herrlich. Ach, herrlich. Der Sonnenuntergang. Das ist wirklich etwas, was ich mit am meisten an GTA 5 mag. Diese Lichteinstellung. Da kommt er. Hallo. Ich hoffe, der lässt uns jetzt in Ruhe. Ich park mal gerade den Wagen hier. Ja, ich wähle schon mal meine Schrotflinte aus. Genau. Du hast übrigens ein schönes Auto. Hallo. Ja, finde ich auch. Ach, das ist wieder so eine. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Weil wir können irgendwie die Kassen ausrauben oder auch nicht. Aber wir können sie zumindest aufschließen. Wow, der Typ hier, der will uns gerade mal niederschlagen, aber ich werde mich hier natürlich wehren. Boah, verdammt. Komm mal hier rein, ich sehe es nicht. Okay, wir können ihn gerade verjagt. Die haben übrigens 3 Sterne. Wir können jetzt an den Kassen die Dinger selber ausräumen. Verdammt, der hat mich erwischt. Hat mich in Stücke geschossen. Oh, scheiße. Na, ich, super. Oh, Entschuldigung. Schau wieder aus, weil... Ja, ich muss ja sagen, die beiden Überfälle davor haben irgendwie besser funktioniert, ne? Ja, da kam auch nicht so ein komischer Typ da. Hat der mich jetzt getötet? Ja, jetzt habe ich natürlich das ganze Geld wieder verloren. Oh nein. Ist natürlich super, aber das gibt blutige Rache. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich irgendwo hier mitten in der Stadt. Mein Auto ist von der Polizei beschlagnahmt. Das freut mich natürlich ungemein, weil ich das nämlich wieder freikaufen muss. Ach, ich bin genau gegenüber. Ach du Schande. Da hinten, ich sehe ihn noch aufblitzen. Dein Auto steht doch noch hier. Das Problem ist nur, ich bin ganz woanders wieder gespawnt und ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass mein Auto von der Polizei beschlagnahmt wurde. Ach nee, das ist ein anderes Auto. Siehst du? Ach, es kriegt nur $50? Ja, das ist ja nett. Was? Von dem Typ, den ich gerade umgehauen hat, der hat das irgendwie. Oder der mich umgehauen hat, der gibt mir jetzt so 50. Das sind ja 2 Spieler hintereinander. Ach, das war ein anderer. Das war gar nicht meiner. So. Ach, ich habe hier gerade eine Markierung auf der Karte entdeckt. Das müsste eigentlich die Polizeistation sein. Ich habe mir nämlich gerade ein Auto geklaut, aber ich hätte natürlich gern mein persönliches Fahrzeug wieder. Und ich hoffe, das kann ich mir jetzt abholen. Ja, das wäre natürlich super. Ich versuche gerade, mich irgendwie zu rächen. Weil, der hat mein Geld. Da ist natürlich blöd, dass wir uns jetzt wieder getrennt haben hier, aber wer hätte denn erwartet, dass dieser Raubüberfall so, so miserabel endet? Sobald ich den Typen gesehen habe, habe ich damit gerechnet. Ey, was ist das für ein Typ? Guck mal, jetzt ist natürlich ein bisschen gemein, wenn man da so einen Typ mit der MG gegen einen hat, wenn man selber nur eine Pistole hat. Aber da muss man halt hart trainieren und jetzt ist er dran. Wahrscheinlich nicht, ich muss mal irgendwie versuchen wegzukommen. Verdammt! Ich hab Mist gebaut. Du hast Mist gebaut? Warum? Anstatt das Auto freizukaufen, bin ich einfach über den Zaun gesprungen und hab jetzt wieder 2 Sterne. So, ich glaube, du bist ein anderer, oder? Das ist natürlich doof. $50, ja, ich möchte hier gerne wieder weg. Ach, du bist irgendwo hinter mir. Ich fliehe hier und auf Schuss aufs Rappen. Hab nicht mal ein Auto, ich nicht benutzen kann. Lalala. Ich bin jetzt gerade erstmal wieder auf der Flucht, weil ich mir mein Auto ja natürlich ganz aus Versehen von der Polizei geklaut habe, anstatt es zurückzukaufen. Ja, du wirst auch von irgendjemandem verfolgt. Ich werde von jemandem verfolgt? Das ist nicht gut. Ja, da läuft so ein Punkt hinter dir her. So, ich versuche jetzt mal meine $50, die ich glorreich in diesem Raubüberfall bekommen habe, irgendwie mal zu sichern. Bester Bankraub ever. Absolut.
Absolut. Ja, ich bin die Polizei Dollar. Wieder losgeworden. Bitte? Ich bin die Polizei gerade wieder losgeworden. Wunderbar. Dann doch lieber der Maskenladen. Yay. Genau, ich habe mir gerade auch mal eine Markierung gemacht für den Maskenladen. Wo bist du denn überhaupt? Ach, du bist gar nicht mal so weit weg. Ich hoffe, wir sind doch im selben Spiel. Du bist nur eine Seitenstraße weiter. Wenn du mal auf der Karte nach links schaust, dann bist du schon fast bei mir. Ah, okay, ich habe hier eine Markierung von dir. Also irgendwie konnte man sich doch auch auf der Karte als Freunde markieren, ne? Irgendwie ja, das ist das der doch. Blaue Punkt. Also du bist bei mir so blau umrandet. Weil wir Freunde sind. Und bei der Kuh sind es, glaube ich, die Kuhfarben. Ach, so, der Moscher zockt. Ich habe dich auf jeden Fall gerade mal endlich auf der Karte entdeckt. Das würde ich natürlich gerne... zu mir hinkommen. Ich laufe dir schon irgendwie entgegen. Und hoffe, oder wir treffen uns einfach mal unten am Strand beim Maskenladen. Das können wir natürlich auch machen. Ja, ich habe nur gerade gar kein Vehikel. Hier fährt auch irgendwie... Doch, da steht mal ein Auto. Unglaublich. Ja, dann schnapp dir doch gefahren. Dein Auto. Ja, es ist sogar ein SUV. Ein Canis. Na dann. Und ich habe natürlich direkt die Polizei am Arsch. Ich weiß nicht, wer mich da gesehen hat. Aber sie haben mich gesehen. Ja, ich würde sagen, ich fahre schon mal los und dann treffen wir uns beim Maskenladen. Oder so, ja. Ich versuche da einfach irgendwie zu folgen. Ja, sehr gut. Während ich von der Polizei hast verfolgt denn... werde. Oh. Ganz hast du denn jetzt genug Geld, um dir auch was zu kaufen? Ja, ich habe noch 2000 auf der Bank. Jetzt habe ich 50 Dollar mehr. Hm? Das sollte für eine Maske reichen, oder? Ich hoffe doch. Na gut, ich muss sagen, ich habe ja schon 2 im Gepäck. Ach so, du bist eigentlich schon gut versorgt, ja? Ich bin eigentlich schon gut versorgt, ja. Wenn man davon absieht, dass ich halt die Fahrer verliere, ist das quasi der Gratis-Loser, die Maske. Das sollten wir vielleicht mal vorführen, oder? Das glaubt uns sonst keiner. Das glaubt uns keiner, dass ich danach mit einer Glatze auf dich gehe. Und wie ich mich kenne, ist das jetzt gleich weg. Oh, jetzt fahre ich hier über diese Venedig-Brücken und lande natürlich genau gegen den einzigen Pfahl im ganzen Spiel, der wahrscheinlich nicht einknickt, wenn man dagegen fährt. Ich bin übrigens jetzt auch fast da. Immer noch die Polizei am Hintern. Ich bin schon am Maskenladen und ich hoffe, du lockst die Bullen nicht hier hin. Das wäre irgendwie ein bisschen unpraktisch. So, ich park mal direkt neben dir. So, der Maskenladen. Hallo, gute Frau. Ja, jetzt sind die Cops auch weg. Ich kann gerade nicht kaufen, weil du da kaufst, aber ich kann mir Hüte kaufen. Oh, Hüte. Ja, der Hüte ist dieser linke Stand und am rechten Stand gibt es die Masken. Genau, man kann aber nicht da reingehen, wenn schon mal niemand da ist, deswegen... Ich finde diese Affenmasken ja auch so geil. Ich werde mir jetzt erstmal so eine Affenmaske holen. Ja, am coolsten ist natürlich die mit der Zigarre im Mund, aber die ist halt relativ teuer. Und ich schaue auch mal gerade rein. Ich habe zum Beispiel eine pinke Schweinmaske. Ach, die ist aber toll. Ist das jetzt blutig, weil ich so blutig bin, oder? Nee. So, ich trage die Affenmaske. Sehr cool. Was ist jetzt passiert? Ich habe mir gerade eine Maske gekauft und jetzt... Achso, jetzt geht's wieder. Es gibt auch einen hellbraunen Affen. Ich habe den dunkelbraunen Affen. Okay. Aber der hellbraune gefällt mir fast noch besser. Ne? Man muss den Kauf nochmal bestätigen. Jetzt sind wir die Affenbande. Peter Fox ist in der Haus. Ja, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt funktioniert oder der Vorführeffekt. Die Haare sind noch da. Inventar. Da und? Hab ich großartig. Da ist die großartig. Ich hoffe, du hast deine Haare noch, wenn du jetzt mal weggehst. Ja, warte mal. Ich werde meine Maske jetzt auch mal absetzen und gucken, was passiert. Ich kann die nicht absetzen? Was ist das denn? Du musst lange auf Select gedrückt halten und dann kannst du auf Inventar gehen und da sind auch die Masken. Genau, ich war schon längst im Inventar und wenn ich hier keine Maske auswähle, habe ich trotzdem noch eine Maske auf dem Kopf. Sieht übrigens aus jetzt wie Agent 47. Das verwirrt mich. Ich glaube, ich kann die nicht mehr ausziehen. Was ist das denn? Ihr seht, das Spiel funktioniert schon einwandfrei. Ich gehe mal gerade an den Laden, da müsste ja, ich das eigentlich können. Freunde, ich glaube, ich werde jetzt für dieses gesamte Let's Play mit einer Affenmaske auf dem Kopf rumlaufen. Ja, übrigens eine Maske wollte ich euch noch zeigen. Und du siehst übrigens gerade aus wie der Hitman. Sag ich doch, Agent 47. Ist ja, der Hitman. Absolut.
Puro. Ja, ich habe gedacht, wir singen jetzt gleich hier von Peter Fox Unser Haus am See. Ja. Ja, dafür brauchen wir eigentlich die Maske Pogo. Dafür brauchen wir aber leider Rang 100. Aber die ist extrem geil. Das finde ich die lustigste Maske im ganzen Spiel. Ja, also, ich versuch's noch einmal, aber ich kann die Maske nicht mehr ausziehen. Das ist sehr interessant. Selbst wenn ich die nicht mehr ausgewählt habe, habe ich sie noch auf dem Kopf und werde sie nicht los. Ich glaube, die ist mit meinem Gesicht verwachsen. Oh, du bist die Maske. Mit Jim Carrey. Ich bin die Maske. Warte, ich zieh mal auch mal wieder an. Super Film. Ja, super absolut. Film. Also der erste ist cool. Ich habe noch so eine Hockeymaske, aber ich bleibe natürlich beim hellbraunen Affen. Steig mal bei dir einfach ein. Steigst du wieder bei mir ein? Okay. Ja. Da fehlt immer noch die Tür übrigens. Ja. Ja, natürlich fehlt da noch die Tür. Ich war meinen Wagen ja nicht mehr reparieren, seitdem wir die abgefahren haben. Was ich auch lustig finde, ist der Bug mit diesen Rückleuchten, die einfach mal so in der Luft rumhängen. Sehr toll. Sehr schön. Ernsthaft? Hängen gerade meine Rückleuchten bei dir irgendwo in der Gegend rum? Ja, halt das Licht von denen hängt halt da, wo sie eigentlich sein sollten wahrscheinlich. Sieht sehr interessant aus. Bei mir sieht nämlich alles ganz normal aus. Ich meine, die Rückleuchten selbst, klar, die sehen normal aus, aber halt wirklich die Birnen, das Licht von denen hängt so ein bisschen weit nach hinten. Vor dir übrigens auch. Das sieht sehr interessant aus. Okay. Komisch, bei mir sieht man das nicht so. Vielleicht habe ich eine andere Version als du. Das kann natürlich sein. Kommt von anderen Pressen. Vielleicht liegt das auch an meiner Affenmaske, die behindert irgendwie meine Sicht. Ja, ich schicke mir das auch ein. Finde ich toll. Sehr gut. Du sag mal, was sollen wir denn machen? Sollen wir irgendwie mal an einem Rennen wir haben ja in der letzten Folge, sind wir glaube ich schon Rennen gefahren, ne? Ich würde sagen, wir machen für diese Folge einen Cut und überlegen uns, was wir in der nächsten Folge machen. Ja, dann waren wir in dieser Folge unheimlich produktiv, ne? Wir sind, was haben wir denn gemacht? Wir sind vor den Cops weggelaufen und haben Masken gekauft. Und haben, zumindest du hast Geld gesammelt. Ja, genau. Und du hast dafür einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet. Ja, voll einer Werbereklame aus. Also freut euch auf mehr sinnloses Geschwafel in der nächsten Folge. Ja, war insgesamt wieder eigentlich eher eine Fun-Folge. Aber gut, vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal, was Sinnvolles zu machen. Ach, findest du? Du bist sehr optimistisch. Oh. Ja, ein bisschen Optimismus kann nicht schaden. Das kann nicht schaden. Naja, ciao, ciao. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ciao, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.